Scherpenbegrenzt betritt er die Bühne. Neverland WE darf in unserem schönen Dressurkonzert hier in Lemwerder natürlich nicht fehlen. Und wir freuen uns sehr, dass in der nun fünfjährigen Partnerschaft des Hauses Duhn und Sosat, der so viel Konstanz zu Hause ist, Neverland WE, der Sohn des FS Numero Uno aus der Staatsbremenstute Sophia von Shampoos K. Dressman 1. Die charmante Tochter hat in bewährter Weise auf ihm Platz genommen. Und liebe Züchter, ich darf ihn annoncieren. Sie werden das in Warendorf natürlich gebührend mitgefeiert haben. Den amtierenden Bundeschampion der sechsjährigen Dressurponys. Mit Sophie eben diesen Titel von dannen getragen und deshalb hier reich bekränzt mit Schärpe und Borte. Alles dabei. Toller Auftritt. Er ist ja darüber hinaus auch Doppel-Bundessieger-Hengst der Schau- und Dressur-betonten Reitponys in Berlin geworden. Und ganz besonders bemerkenswert und deshalb erfreut er sich auch großen züchterischen Zuspruchs, dieser jetzt siebenjährige Neverland. Aus seinem ersten Fohlenjahrgang allein 5 gekörte Söhne, darunter auch die Preisspitze der Hengstauktion in Münster-Handorf. Für stolze 41.000 Euro wechselte er dort den Besitzer und damit die absolute Preisspitze in ganz Europa. 2018, wir erinnern uns, schon Weser-Ems Siegerhengst, dieser taktbetörende Neverland. Dann ein Jahr später Oldenburger Landeschampion, Oldenburger Schlosspark zu Rastede, die Bronzemedaille von dannen getragen. Dann in den Jahren 19 und 21 beim Bundeschampionat. Und man höre und staune, in der vergangenen Saison ebenfalls unter Sophie auch die ersten internationalen Starts mit über 70%. Da kann man schon ziemlich stolz drauf sein. Und so freuen wir uns, die Mutter hier im Studio in Lemwerder unter uns zu wissen, Danica Duhn. Erstmal vielen Dank für den Besuch und die langjährige Zusammenarbeit. Für die Tochter läuft es sportlich bestens, oder? Ja, hallo erstmal und wir bedanken uns natürlich auch dafür, dass wir wieder hier sein dürfen. Ja, sportlich läuft es super für Sophie oder war auch gerade die vergangene Saison überragend. Sie hatte viele internationale Siege, auch mit dem DSP Cosmo Royal, der jetzt ja in sehr gute Hände nach Dänemark gewechselt hat. Und der krönende Abschluss der Saison war natürlich der Bundeschampionatstitel mit Neverland. Sie waren die ganze Saison ungeschlagen. Sie hat jede Qualifikation, die sie geritten ist, gewonnen, auch jede andere Dressurpferde L. Und die Krönung war dann jetzt der Sieg auf dem Bundeschampionat. Und Neverland übrigens ja auch von der ersten Stunde unserer Zusammenarbeit dabei. Gerd hat ihn 2018 auf der Körung gesehen, da war er gefeierter Siegerhengst. Und seitdem dürfen wir hier mit ihm zusammenarbeiten. Und ja, das Pony hat sich einfach überragend entwickelt. Ja, du hast natürlich so viele Enkel, Gerd, da liegt die Ponyzucht natürlich nahe. Hast du denn schon eine im Petto für die ersten Starts deiner zahllosen Enkel? Aber sowas wäre schon richtig, ne? Vielleicht noch ein bisschen groß, aber das freut mich natürlich auch für den Züchter Reinhard Kramer, der ja dieses Produkt gezüchtet hat. Und da muss ich auch sagen, wir sind auch stolz darauf, dass wir das mit euch zusammen machen können, weil ihr doch führend seid, glaube ich, in Deutschland mit euren guten Ponys. Und wenn ich das sehe, wie die Entwicklung weitergeht, wie dieses Pferd sich auch entwickelt hat. Und wenn du sagst, jede Qualifikation gewonnen und noch auf dem Bundeschampionat alles gewonnen, das ist schon gewaltig, da kann man sich schon freuen. Das ist also wirklich eine toll reitende Tochter, die das mit sehr viel Gefühl macht. Der soll das sicher auch mal international demnächst die ersten Erfolge einsammeln, oder? Absolut. Also Sophies Ponyzeit ist ja jetzt mit 16 Jahren dann leider vorbei. Sie musste ins Warmblutlager wechseln, aber für den Folgebritt ist gesorgt. Den reitet jetzt zurzeit Lotta Plas. Die darf auch schon die Sichtung zum Preis der Besten mit ihm reiten und wird ihn auch weiter hoffentlich dann auch international vorstellen. Die ersten L2-Sterne-Prüfungen haben sie schon gewonnen. Gratuliere. Und will sie auch mal ein bisschen fahren, weil sie aus so einem Hause kommt mal, oder ist das nicht unbedingt was für sie? Also Sophie hat selbstverständlich ihr Fahrabzeichen bei Opa gemacht und da war er auch mächtig stolz drauf, das glaube ich, ja. Aber die weiteren Ambitionen sehe ich dann doch eher im Sattel. Glaube ich auch. Das wäre schon einer für uns, oder? Du hast auch ein paar Kinder, mein Lieber. Ja, ich habe so viele davon, dass das ein teures Investment sein könnte. Ich bräuchte dann einen ganzen Sattelzug Ponys. Ja, aber ich bin schon auf der Suche, ich gebe dir recht.
Ja, liebe Sophie, das hat uns sehr gefallen mit deinem Neverland, von dem wir züchterisch in diesem Jahr sicherlich wieder große Schlagzeilen wahrnehmen werden. Temperaments überlegen, auch hier bei seinem Besuch im schönen Lemwerder. Lass ihn abwandern, wir bedanken uns. Ein gelungener Vortrag und ich hoffe sehr, dass noch viele Schärpen deine weitere Dressurreiterkarriere begleiten werden. Vielen Dank, Neverland und Sophie Duen.